Willkommen zurück, eine neue Folge Hearthstone im Söldnermodus. Ja, wie in der letzten Folge angekündigt, wir sollen das Korallenelementar auf dem heroischen Schwierigkeitsgrad mit mindestens 3 Nagas besiegen können. Das Korallenelementar hatten wir auf dem heroischen Schwierigkeitsgrad noch gar nicht. Ich muss erstmal gucken, wo das jetzt gleich zu finden war. War das Dunkelküste oder versunkene Stadt? Nee, dann war es die versunkene Stadt an der Dunkelküste. Es ist nicht zu finden. Ah ja, hier alles noch neu. Klicken wir uns mal durch. Da war das Korallenelementar schon. So. Okay, das war neutral. Was konnte das denn gleich? Weiß es gar nicht genau. Wir brauchen auf jeden Fall unser Standardteam und dann 3 Nagas, die wir noch mit reingeben. Hier unten mal Naga eingeben. Mal gucken, was wir da so finden. Gezeiten, der Tiefenlord. Stufe 22, okay. Also nehmen wir Königin Ashara, den Lord und die Gezeitenherren, also die stärksten schon mit rein, weil gut möglich, dass wir die da mal brauchen werden. Die Trash-Mobs kennt ihr aus dem normalen Schwierigkeitsgrad. An sich kommen wir ganz gut durch, deswegen werde ich jetzt hier auch einen kurzen Cut machen und wir sehen uns gleich mal beim Boss wieder. So, vor dem Bosskampf, was haben wir denn? Sachonit-Rüstung, okay, Kreis der Heilung, Todesröcheln. Unsere Nagas sind ein bisschen verbessert. Ich habe wenig gekämpft, einer hat gar keinen Schatz bekommen. Mal sehen, wie das jetzt gleich funktioniert bei dem Korallenelementar. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie der ging. Ach, das war der mit den Fischen, okay. Wir gehen mit unserem Standard-Team rein. Die Fische haben 100 Leben. Das Elementar 120. Okay. Greifen Feind mit dem niedrigsten Leben an. Das ist natürlich nicht so gut, weil das wird meistens unsere Xyrella sein. Und der verleiht denen mehr Angriffskraft. Okay. Ja. Und die Xyrella kann sich dann halt schlecht wehren. Erhält plus 7 Angriffskraft, fügt allen Feinden Schaden zu, der dem Angriff dieses Söldners entspricht. Okay. Ha. Sollen wir wirklich gegen das Korallenelementar ankämpfen? Das als erstes besiegen? Ach verdammt, das kriegt ja gar keinen Damage. Das ist natürlich jetzt ein sehr schlechter Start. Okay, das war ein tierisches Missplay von mir. Was machen wir denn jetzt hier am sinnvollsten? Also die buffen sich jetzt bis zum Get-No hoch. Wir müssen zusehen, dass wir jetzt hier ein oder mehrere halt besiegt bekommen. Wenn wir den ganz rechts besiegen können, reicht das schon. Dass ich hier das zweite Missplay gemacht habe. Oh, ich glaube, das reicht nicht mal. Oh, der wurde auch noch hochgeheilt. Ne, dann reicht es erst recht nicht. Oh je, hier habe ich ja komplett gemissplayed. Ja, also das habe ich überhaupt nicht gut gespielt. Ja, einen roten wieder rein. Mal gucken, was die überhaupt kann. Es sieht schon schlecht aus. So, fügt einem Feind 9 Schaden zu, wiederholt, nachdem ein Feind in diesem Zug angegriffen hat. Okay. Da das gegen die Grünen geht, sieht es erstmal ganz gut aus. Der erhält wieder Angriffskraft. Immun beim Angriff. Greift einen zufälligen Feind an, nachdem dieser Charakter Schaden erlitten hat. Okay. Wie können wir den dann besiegen? Ich meine, hast du ja vor uns gesehen, da hat er überhaupt keinen Damage bekommen. Hm.
Na gut, ich denke, die Springflut wäre hier sinnvoll. Raubtier. So, mit der können wir den erstmal killen. Wirbelnde Klinge. Und die Springflut auf den. Das sind schon mal zwei weg. So. Wenn die jetzt angreifen. Oh, die greifen sogar die. Aber wieso hatten der jetzt diese Springflut den Schaden nicht bekommen? Das habe ich jetzt nicht so richtig verstanden. Die hätten da eigentlich nochmal Schaden kriegen müssen. Ach, komisch. Problem ist, die haben halt jetzt schon 36 Angriffskraft. Krieg ich die überhaupt down? Ja, den einen habe ich down bekommen. Aber Xyrella ist jetzt auch gestorben. Den Schaden hat er bekommen, okay. Und hat auch dann nochmal angegriffen. Uiuiui. Ui, ui. Königin Ashara. Aber die ist ja One-Shot. Bei diesem Piranha. Fügt allen Feinden 6 Schaden zu. 7. 12. 18. Okay, die sind so langsam. Da müsste der eigentlich tot sein. Hier machen wir mal die wirbelnde Klinge. Und bei ihr. Da müsste der eigentlich Schaden bekommen, oder? Ach verdammt, jetzt hat der als erstes angegriffen. Och nee. Das war natürlich überhaupt nicht so geplant. Ja gut, ich glaube, das kann ich nochmal machen, weil... Was soll ich jetzt hier machen? Kann versuchen, den anzugreifen, aber das wird nicht viel bringen, ne? Also richtig habe ich es noch nicht ver... Also klar, der greift an, sobald er Schaden bekommt. Das habe ich denn schon fast besiegt gehabt. Aber ich kann ihn irgendwie direkt nicht angreifen. Also auch direkte Zauber wirken irgendwie nicht. So richtig habe ich es noch nicht verstanden. Okay, auf einen zweiten Versuch. So, gleiches Team, natürlich andere Boni. Die Brustplatte, vielleicht kriegen da die Fische mehr Damage direkt ab. Müssen wir mal schauen, wie das funktioniert. Allianzbanner ist ganz gut, mehr Stats. Kein kritischer Schaden ist auch in Ordnung. Verleiht befreundeten Charakteren plus 6 Angriff und Windzorn in diesem Zug. Okay, mal sehen, wie das funktioniert. Und Zauberschaden und die Nagas sind verbessert. Gut. Dann probieren wir das da nochmal. Also vorhin war es so, dass irgendwie über indirekt hat er Schaden bekommen, so AOE-mäßig zum Beispiel, aber nicht über direkte Zauber und nicht direkten Angriff. Obwohl hier nur steht immun beim Angriff. Deswegen wundert es mich. Na gut. Was haben wir denn jetzt für Piranhas? Wir haben hier einen grünen und einen roten und da zwei blaue. Zwei blaue ist natürlich schon wieder dämlich für unsere Kariel. Wie machen wir das? Für die Allianz und meine Familie, Junge. Wir probieren es nochmal mit dem Standard-Team und sollte Kariel dann über den Jordan gehen.
Dann können wir ja den Nager reinrufen. So, Raubtier. Okay. Das wird Samuro angreifen. Hier nochmal Samuro. Der bufft die dann. Aber halt erst danach. Und der auch nochmal gegen Samuro. Der kriegt hier dreimal was ab. Ich kann die Wirbelnde halt noch nicht einsetzen. Wir machen trotzdem aufgrund des Roten hier den Spot und versuchen den Blauen schon mal so gut es geht nach unten zu drücken. Ja, der stirbt auf jeden Fall schon mal, das ist gut. So, die kriegen alle Damage. Okay. Der hat jetzt wieder keinen Schaden bekommen. Ich verstehe das nicht so richtig. Wieso hat er jetzt keinen Schaden bekommen? Das war ja AOE Damage. Also richtig steige ich hinter dieser Mechanik noch nicht durch. Okay. Was machen wir als nächstes? Die werden wieder einen Samuro fokussen, weil sie ihr Raubtierfähigkeit machen. Der greift Kariel an, der Blaue. Wir gehen mal auf den Roten. Den sollten wir eigentlich besiegt bekommen. Dadurch, dass der kritischen Damage von Xyrella bekommt. Genau. Und greifen zweimal an. Sehr gut. Oh, jetzt greift er sogar Kariel an. Das ist in Ordnung. Kriegt ganz schön viel Damage. Der Korallenelementar hat wieder keinen Schaden bekommen. Na gut. Wie machen wir das jetzt? 7-7. Okay. Ich versuche Kariel mal hochzuheilen, indem sie diesen Grünen angreift. Xyrella. Wenn ich jetzt retrospektivisch betrachte, wäre eine Heilung ganz gut, weil das Spiegelbild wird mit dem sowieso schon fertig. Das heißt, ich könnte jetzt hier Samuro heilen. Oder das Elementar abschwächen, dass das weniger Damage verursacht. Ich glaube, das ist die bessere Alternative. Weil der macht sonst nämlich hier noch mehr Schaden. Ach verdammt, jetzt greift er ja an. Ja, das war jetzt. Hab ich wieder nicht nachgedacht vorher. Jetzt hat er aber Schaden bekommen. Aber es waren irgendwie nur 4 Schaden. Hat er 10 Resistenz oder irgendwas? Der hat jetzt nur 4 Schaden bekommen. Hätte er ja 14 bekommen müssen. Ich glaube, der hat irgendeine Resistenz, die er uns nicht zeigt. Die nicht angezeigt wird. So, jetzt ist die Frage, was wechseln wir halt ein, ne? Wir gehen mal auf den. Der hat ja hier Windzorn, den er uns geben kann. Plus 6 Angriff und Windzorn in diesem Zug. Okay. Xyrella. Der macht Raubtier. Normalerweise wäre es am sinnvollsten, wenn wir halt unsere Klinge machen können und den besiegen können. Und er macht erstmal gar nichts. Damit wird das Korallenelementar jetzt nicht zum Angriff verleiten. Ach scheiße, Xyrella stirbt trotzdem. Ah, ey, das ist echt. Dieses Teil ist echt nicht normal. Wie soll man denn das besiegen? So, Königin Ashara. Was können wir hier machen? 20 Damage. Okay. Hier machst du mal Windzorn auf ihn. Und er macht das Spiegelbild, weil er bekommt ja auch das Spiegelbild, bekommt er dann Windzorn, weil der Windzorn eher ausgelöst wird.
So. Ja, das macht jetzt vollen Schaden. Ich weiß nicht, warum diese Zauber kein Damage ausgestrahlt haben. Das macht auch vollen Schaden. Wahrscheinlich, wenn... Boah, das wird ja immer noch knapp. Wahrscheinlich, wenn diese Fische noch da sind, nimmt das Korallenelementar durch irgendwas weniger Damage, habe ich das Gefühl. So, das müsste ja jetzt eigentlich ausreichen, weil jetzt nimmt es einfach vollen Schaden. 9er Geschwindigkeit, dann können wir auch aus Sicherheitsgründen den Spell nehmen, der am meisten Damage verursacht. Ja, das hat sogar jetzt schon ausgereicht. Also ich glaube, man muss hier über die Fische drüber gehen. Die Fische verhindern, dass das Elementar Schaden bekommt. Und das konnten wir jetzt zum Glück verhindern. Okay. War anstrengend, auch immer wieder durch die ganzen Trash-Mobs durchzukommen. Obwohl, da gab es schon schlimmere. So, da bin ich gespannt, welche nächste Quest uns erwartet. Oh, vier Söldner weggestorben. Gut. Nächste Quest. Heilt und verursacht mit Yogg-Saron in einem Kampf 50 Schaden. Okay. Dann schauen wir uns doch das gleich noch mit an. Ja, und ihr wisst ja, für solche Quests, wo man mit schwachen Söldnern oder noch nicht trainierten Söldnern irgendwas machen müssen, gehe ich immer gern in den Teufelswald rein und suche mir da das verderbte Urtum. Da kann man nämlich immer sehr schön diese Sachen durchexerzieren. Jetzt muss ich mal gucken. Ich nehme natürlich dann Yogg-Saron mit rein. Wo haben wir ihn? Hier haben wir ihn. Mittlerweile ist er ja auch Level 30 geworden durch die Trainingsarena. Und zu viert sollte das eigentlich ganz schön gehen. Dann gehe ich dort gleich mal zu dem Gegner, wo wir die Quest dann auch erledigt haben. Ja, und es hat uns auch gleich mit einem blauen Portal zum Boss hingerufen. Das passt. Also beim Trash Mob ging es irgendwie nicht. Und beim Boss wollen wir es jetzt einfach mal probieren. Ich würde sagen, wir gehen mit Kariel, Xyrella und Yogg-Saron rein. Da haben wir immer noch eine schöne Heilung. So. Okay. Der verursacht Damage. 30. So, wir verursachen weiter Schaden. Hier passiert erstmal nichts weiter. Wir heilen jetzt, weil wir sollen ja 50 Schaden verursachen und 50 Heilung machen. Das müsst ihr bedenken. So, Schaden haben wir zweimal 30 gemacht, ne? Müssten schon genügend sein. Heilung war jetzt 11. Deswegen mache ich auch mit keinem Char so großartig was. Ich hole immer mal noch ein paar Bäume vielleicht her. Will aber vor allen Dingen mit Yogg-Saron hier heilen. Gut, mit Xyrella kann man auch immer mal heilen. So, das waren nochmal 12. Da sind wir jetzt bei 23. So, der macht wieder Damage. Da können wir eigentlich mal Schaden verursachen und einen Baum herholen. Und ich heile mich selber wieder mit Yogg-Saron. So, da sind wir jetzt bei 33. So, Kariel wird immer stärker. Xyrella kann den nochmal damagen. Und wir heilen Xyrella hoch. Das sind 8, da sind wir bei 41 jetzt. Okay.
nochmal 8, das sind jetzt 49. Jetzt muss man natürlich aufpassen, wir sollen ja 50 Schaden heilen. Ich finde es ein bisschen schade, das könnten sie noch machen, dass wenn man eine Quest während des Kampfes erfüllt, dass das vielleicht irgendwo aufgeploppt wird. Gerade bei solchen Quests muss man halt dann immer mal nachgucken. Toll, jetzt habe ich die Kariel geheilt, aber Yogg-Sothoth und keine Heilung gemacht. Ja, das, dann sollte man am besten halt, oder muss man sich das nicht immer merken, habe ich das jetzt schon erfüllt oder nicht. Ne? Besonders wenn die Quests manchmal ein bisschen komisch formuliert sind. So, das sollte jetzt genügend Heilung sein. Und Schaden dürfte ich an sich auch schon genug gemacht haben. Ich werde aber einfach mit Yogg-Sothoth jetzt noch weiter Schaden verursachen. Und was ich auch ein bisschen schade finde, dass man in so einer Kampfrunde, gerade gegen NPC-Gegner, dass man dann nicht nochmal nachgucken kann, wie war denn die Quest jetzt genau in der Formulierung und so, ne? Man kann da leider nicht rausspringen. Oder dass man hier, man hat ja hier links und rechts genügend Platz, da könnte man einfach einen Button hinmachen. Und wenn man draufklickt, hat man nochmal so die Quests als Kennzeichnung, zum Beispiel. Ja. So, ich denke, wir können ihn jetzt aber bald besiegen. Wir sollten genügend Heilung schon gewirkt haben. Wir heilen trotzdem einfach nochmal, weil wir es können. So, und das müsste eigentlich so funktioniert haben. Sehr schön. Ja, da muss man genau Acht geben, ne? Heilt und verursacht Schaden, also beides. In einem Kampf. Okay. Geben wir die Quest mal ab und schauen uns an, was es als nächstes so zu tun gibt. Oh, jetzt gibt es schon die Belohnung, dass wir ein gutes Cover haben. Ah ja, alles klar. Das war die Questreihe. Ich hoffe, euch hat das Event gefallen. Leider konnten wir das Event jetzt nicht spielen, während das lief. Da war halt einfach zu wenig Zeit da. Aber ihr könnt es euch ja zumindest nochmal angucken. Vielleicht kommt es ja eines Tages nochmal wieder. Also ich bin immer noch dafür, dass ihr diese vergangenen Events nochmal wieder, entweder nochmal reinbringen, dann stufenweise, oder dass man sie dann einfach nachspielen kann, vielleicht mit geringeren Belohnungen, als wenn man es zeitgemäß macht, sodass die Chars dann nicht ganz so viele Münzen bekommen oder sowas, aber dass man sie zumindest nachspielen kann mit den Quests. Auch wenn wir jetzt Quests nicht geschafft haben oder Events nicht geschafft haben, was ja auch schon passiert ist, dass man dann später das vielleicht nochmal probieren könnte. Mal sehen, vielleicht werden sie es nochmal implementieren. Ja, wie gesagt, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn wir hoffentlich dann mal wieder heroische Gegner bezwingen können, die wir noch nicht bezwungen haben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.